Kontextlos. Das ist eine Sache, die wir lange nicht mehr gemacht haben. Ja. Lass uns damit wieder anfangen. Ist die Flumi-Geschichte noch eine Sache? Nee. Obwohl, doch, wir haben bei uns auf Arbeit mit zwei Flummis sogar mal gespielt. Das war... Alter, auf der Arbeit mit Flummis! Ja. Das sind ein paar erwachsene Männer, fuck! Und wir haben die komplett durch die Kante geschmissen. Das war saulustig. Als ich mal so 8 war, ich wohne so im 4. Stock. Also damals habe ich im 4. Stock gewohnt. Und da war so eine riesige Wand, die so vielleicht 10 Meter von den Fenstern entfernt war. Oh. Ich habe sie... Einfach so riesig, so ein Flummiger, und habe ihn voll gegengeschmissen, das war so cool. Ja. Bin ich runtergerannt, habe ihn wiedergeholt und hab's nochmal gemacht. Das hab's so zweimal mich. Gemacht, weil ich fett war. Deswegen habe ich es zweimal gemacht. Das klingt nach meinen Rodel-Erlebnissen. Alter. Ich hatte auch nie Bock, den Berg hochzulaufen und potenzielle Energie von mir zu erhöhen. Jedenfalls habe ich auch so eine Geschichte mit so einer großen Wand, da gab's bei uns in meiner Heimatstadt so eine Lieferzone von irgendeinem komischen Laden. Da war sehr viel aus Beton und das war auch so zwei große Wände nebeneinander, noch so eine Ecke. Also es war sehr Flummi-mäßig dort. Das ist okay. Das müsste okay sein. Ich spiele Kaiser Mario und neben mir schläft meine Cousine. Alter, wieso verstehe ich diesen Joke? Das ist nicht gut. Ich habe schon gedacht, hoffentlich versteht ihr den. Der gute Ricky. Der gute Ricky. Ist wieder mal so Mario. Im Rudel habe ich auch eine gute Geschichte. Als ich mal 5 war. Ja. Ich bin im Kindergarten. So ein Stadtteil-Kita in Berlin. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass es nicht unbedingt die besten Voraussetzungen fürs Rodeln gibt. Ja. Also, wir sind so in so einer Straßenkuhle. In einer riesigen Straßenkuhle, die relativ weit von der Straße entfernt war tatsächlich, sind wir da hingegangen und haben gerodelt. Und ich, in meinem jugendlichen Leichtsinn, habe ich mir gedacht, dass ich mich jetzt auf den Schlitten, das war so ein Holzschlitten, also ein klassischer Holzschlitten, habe ich mich auf den Bauch raufgelegt und bin ich dann Kopf vorwärts runtergerascht. Es lief auch alles gut, als ich unten angekommen bin, aber bin ich praktisch runtergerutscht und dachte mir so, ja, das ist okay. Aber als ich meinen Kopf gen Himmel gehoben habe, hatte ich plötzlich einen Schlitten in der Fresse, weil er praktisch in der Kurve nach oben gegangen ist und dann ist von seinem eigenen Gewicht rückwärts der Kuhle wieder runterging. Hm. Und dann habe ich den Schlitten in die Fresse gekriegt. Meine Lippe musste genäht werden. Nee, solche Geschichten habe ich zum Glück nicht. Das war furchtbar. Das Erste, was mir bei Schlittenfahren eingefallen ist, ist ein Gedicht, was wir interpretieren mussten in Deutsch auf dem Gymnasium. Das klingt ja aufregend, erzähl mir davon. Oh Gott, ich wünschte, ich könnte den Vater zitieren. Jedenfalls war es so, dass das Kind irgendwie Schlitten gefahren ist oder irgendwas im Schnee im Winter gemacht hat und hat irgendwie rumgeschrien und der Vater hat immer gesagt, wer laut ist, geht rein oder muss rein und dann kam irgendwie noch so ein unerwartetes Ende und das war meine Gedichtinterpretation von M. Landed. Ich kann mich nicht wirklich an Geschichten dazu erinnern, aber ich habe eine gute Wintergeschichte. Da bin ich mit einem Freund von mir damals, das war ein Tag voll Silvester tatsächlich. Mhm. Und an demselben Tag haben wir einen Schneemann in die Luft gelagt. Das war auch cool, aber das ist nicht die Geschichte, über die wir heute reden. Oh. Nein, worüber wir heute reden, ist, ich bin mit dem Typen Schlitten gefahren. Das war so vielleicht ein paar Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Ich war der Ältere von uns beiden. Ich war so 7, er war 6. Und ich durfte alleine mit ihm Schlitten fahren, wenn ich auf ihn aufpasse. Und als wir zurückgehen wollten, musste ich kurz mal... Für kleine Jungs in die Büsche. Da dachte ich so, hey Kumpel, bleib mal stehen bitte. Und dann sagt sie, ja, mach ich. Und dann bin ich in die Büsche gegangen, hab mein Geschäft verrichtet. Als ich zurückkam, war er weg. Und ich hab so eine Stunde, bin ich rumgerannt, hab ihn gesucht. Dann bin ich nur so, also praktisch, das war so eine Parkanlage und ich bin in der Parkanlage rumgerannt. Und als ich dann, und dann bin ich sehr traurig, aus der Parkanlage raus und da stand da eine Ampel rum. Und ich dachte, ich bin sie mir so, was soll die Scheiße? Anscheinend hat er eine Stunde lang an dieser Ampel einfach rumgestanden und gedacht, ja, da komm schon, ist okay. Ich habe so einen Anschiss von seiner Mutter gekriegt, das ist echt nicht cool. Ja.
Und damit hatte Leon das erste Mal seine Aufsichtspflicht verletzt. Alter, das war das erste letzte Mal. Ich habe nie wieder auf jemanden aufgepasst. Ich bin nicht bereit für diese Verantwortung, Kollege. Ich habe erst überlegt, winterliche Geschichten, habe ich da überhaupt was erlebt? Und ja, ich habe was erlebt. Wir waren so, ja, 100 Meter weiter von meinem Block weg mit meinem Kumpel. Und da war so ein Iglu-mäßig und so ein Schneemann, glaube ich. Und wir haben da irgendwie was kaputt gemacht. Und Richtung Spielplatz war auch die Balkonfront von dem Wohnblock. Und da hat dann irgendwie jemand was rausgebrüllt. Was soll die Scheiße? Anscheinend war das der Vater von den Kindern, die das aufgebaut haben. Oh, und wir nein. sind dann einfach nach Hause gerannt und hatten voll den Verfolgungswahn, als wir dann die Tür geschlossen haben, die Eingangstür. Das war Alter, auch ganz schön. Ihr habt den Iglu kaputt gemacht. Ja. Das ist so gemein. Weißt du, wie schwer es ist, einen Iglu zu bauen? Alter. Ich meine, heutzutage ist es praktisch schon möglich. Ich meine, wann hast du das letzte Mal Schneefall gesehen? Letztes Jahr? In diesem Jahr habe ich schon Schnee gesehen. Ich bin auch schon durch 10 cm tiefen Schnee gelaufen. Ja, aber das war nur in den Höhenlagen. Staub ist fucking überall. Wie zum Fick funktioniert die Scheiße eigentlich? Warum ist der Scheiß überall? Das ist doch blöd. Das ist doch Blödsinn, Mann. Ich habe so ein Bild gemalt. Das habe ich jetzt an die Wand gehangen. Das ist super cool. Bin ich sehr stolz drauf. Geil. Da habe ich ein halbes Jahr dran gesessen an der Scheiße. Apropos Bilder und Dekoration, da habe ich auch noch was geplant, aber ich bin aktuell ein bisschen zu faul. Ich habe eine Menge Bilder gesammelt, ich habe eine Menge Postkarten von deutschen Großstädten und ich habe sehr viel von den Modellbaubildern aufgehoben. Oh ja! Und daraus will ich mir irgendwas basteln. Du hast ja eine Postkartensammlung, habe ich ganz vergessen. Alter, fuck, als du mich hier besuchen kamst, waren wir in dem Souvenirshop und du hast dir ein paar Postkarten eingesackt. Ja, und Leon wusste nicht, wo die Touristinformation ist in seiner Stadt. Ja, warum auch? Ich bin kein Tourist, ich lebe hier. Ja, da hast du recht. Du bist jemand, der relativ gerne reist, habe ich gehört. Ja, richtig gehört. Macht das Sinn, schätze ich, dass man tatsächlich irgendein Trinket mitnehmen will, in jedem Ort, wo man halt sich mal aufhält. Plus einen Stadtplan, den versuche ich auch immer mitzunehmen. Apropos Stadtplan, da habe ich, dadurch, dass ich so viele unterschiedliche Stadtpläne gesammelt habe, habe ich sehr viele Unterschiede mitbekommen. Es gibt ja die klitzeklein und dann gibt es die richtig großen, die so der Stereotyp sind. Und in der letzten Stadt, in der ich war, gab es natürlich auch wieder die stereotypisch riesigen. Welche? Ach ja, ich war in Stuttgart. Nice. Ziemlich random, aber ja. Und warum? Ich weiß nicht, mein Mieter, mit dem ich ein gutes Verhältnis hatte, der war auch ein bisschen erstaunt, sag ich mal. Oder besser gesagt überrascht. Wer hat ein gutes Verhältnis mit seinem Mieter? Ich. Jedenfalls will ich nur sagen, dass der Stadtplan in Hannover war es der beste. Der wäre ziemlich klein, aber der war, fein. Der hatte alles, was ein Stadtplan können muss und der war nicht so riesig und der war auch nicht mit scheiß viel Werbung zugeklatscht von irgendwelchen Hotels und Restaurants, die sich da noch einschleimen müssen. Bereitet euch vor, irgendwann dieses Jahr kommt der die Top-10 besten Stadtpläne in Deutschland. Oh mein Gott, dazu muss ich sogar noch was sagen. Ich bin ja nicht nur der Großstädte-Reisetyp, sondern auch seit dem letzten Herbst der Wandertyp. Und ich hasse es, wenn auf einer Karte kein Maßstab steht von wegen hier dieser Abschnitt ist x Kilometer lang. Das hasse ich so sehr. Kann mir vorstellen, dass das ein großes No-Go ist, wenn man irgendwo wandern gehen will, dann steht da nicht, was der große Maßstab von der ganzen Scheiße sein soll. Ich meine, klar, ich habe in Geografie aufgepasst. Ich weiß, wenn da steht 1 zu 50.000, dann weiß ich 1 Zentimeter auf der Karte, entsprechend 50.000 Zentimeter in Wirklichkeit. Das weiß ich aber. Ich hasse diese Umrechnereien, Leute. Man muss sich ein Lineal schnappen und dann muss man Mathe machen. Was soll das? Naja, man kann. Ich glaube, so eine Daumenbreite entspricht auch so einem Zentimeter, wenn man keine Bauarbeiterhände hat. Ich habe Klavierspielerhände. Meine Finger sind unglaublich lang. Oh mein Gott, apropos Finger. Ich schaue vielen Leuten auf die Finger unbewusst und da sehe ich manchmal, was sie für komische Fingerform, Nagelform und andere Sachen habe, es sieht manchmal so hässlich aus und ich könnte mir das gar nicht vorstellen, andere Finger zu haben. Kennst du das? Ich glaube, jeder hat seine eigenen Finger
und dann andere, die fühlen sich so alienmäßig an, so, was ist das? Warum hast du das so? Oh Gott. Ja, so. Aber nicht bei allen. Natürlich nicht, aber manche, halt Hände sind tatsächlich sehr, sehr, sehr spezifisch zu der Person. Hey, Zukunftslanded, schick siehst du aus. Ja, sieht klasse aus, Bruder. Ja. Stell dir vor, wie ich Fingerguns mache, okay, Kumpel? Wir sehen uns dann später. Ja, hast du es? Oh, shit. Nee, eine andere Sache. Ich habe eine Brücke zu meinen Städtereisen und Finger. Lass mich überlegen, genau. Auf dem Weg nach Wiesbaden. Und da war ich schon nicht in der, in Anführungszeichen, Hauptstadt von Hessen. Nee, ich war in der größten Stadt von Hessen, Frankfurt am Main. Und war Frankfurt Tief, oder wie es heißt, also dieser U-Bahnhof unterhalb des Bahnhofes, und hab da halt auf meinen Zug gewartet und da Moment. Wir haben da U-Bahn? Ich dachte, nur in Berlin gibt's U-Bahn in Deutschland. Sogar in... Was? Na, was nennst du jetzt U-Bahn? Ist U-Bahn, wenn eine Haltestelle unter der Erde ist? Oder wenn alle unter der Erde sind? Ja, natürlich alle. Es geht halt unter der ganzen Stadt durch. Ja, gut. Dann ist natürlich das nicht der Fall, aber Stuttgart hat zum Beispiel auch manche Haltestellen unter der Erde, Hamburg auf jeden Fall auch. Ja. Ich meine, es gibt U-Bahnhöfe, die sind über der Erde, was ich sehr merkwürdig finde. Das macht doch den ganzen Sinn kaputt in Berlin. Ich hasse es eher, dass es die Straßenbahn gibt, dann gibt es im Osten so das Wort Tram, und S-Bahn gibt es auch, obwohl ich S-Bahn eigentlich nicht für Regionalzüge bezeichnen würde, sondern für die Abkürzung Straßenbahn. Das ist sehr merkwürdig. Ich hasse Ostdeutschland, was die Bezeichnung Tram anbelangt. Na, Tram ist halt die Sache, das sind halt die Dinger, die halt auf der Straße buchstäblich rumfahren. Ja, aber könnt ihr nicht ein deutsches Wort verwenden und nicht irgendein englisches? Ist Tram ein englisches Wort? Ja, zurück zu der Fingergeschichte. Ja, Finger. Ja, ich war dann da unten im Bahnhof Frankfurt Tief und hab so ein bisschen gewartet, und dann höre ich das eklige Geräusch von diesen Fingernagelknipsern. Ich hasse dieses Teil. Das habe ich einmal bei meinem Vater benutzt. Und als ich das dann wieder gesehen habe, oh, es war so eklig. Und die saß da so lange und die hat rumgeknipst und. Warte mal, Moment. An der Straßenbahnstation hat die da einfach rumgesetzt und dann. Was zum Fick soll das? Ich weiß es nicht. Das war so eklig. Was soll die Scheiße? Das ist so merkwürdig. Ja. Alter, was macht die denn? Was? Das war so richtig unheimlich. Da würde ich sogar sagen, dass dieses Geräusch von Fingernägeln an der Tafel ein Scheiß dagegen ist. Nein. Diese hässlichen Fingernagelknipser sind mir wesentlich schöner. Moment. Also Fingernagelknipser sind nicht schön, aber der Tafelkratzer, das geht ein bisschen weiter als das, meiner Meinung nach. Das ist ein bisschen schlimmer, oder? Ich meine, es geht ja richtig unter die Haut, das brennt in den Ohren. Ja gut, okay. Ein anderes Geräusch, wenn man so Styroporplatten gegeneinander reibt. Oh, halt die Schnauze. Nein. Das will ich gar nicht. Fangen wir gar nicht davon an. Damit habe ich übrigens meine ehemalige große und erste Liebe genervt. Mit einem Kumpel haben wir das gemacht, weil die es nicht ausstehen konnte, dieses Geräusch zu hören. Das fand ich ziemlich Vielleicht solltest du nachdenken, warum es ein ehemaliges ist. Ja. ÖPNV, wir haben ja schon über Straßenbahn geredet. Ja, was es so im allgemeinen Hass ist, wenn die Leute schon aufstehen und es dauert noch, bis die Haltestelle dann wirklich da ist. Ich hasse es. Praktisches Beispiel. Ich stehe, dadurch, dass ich ein Pendler bin, immer an der Tür, wo ich dann auch am Ende aussteigen muss. Also ich weiß, in zwei Haltestellen werde ich da aussteigen und da stehe ich schon in der Tür. Das ist zum Beispiel im Regionalexpress oder im ICE so. Und da hasse ich es, wenn Leute sich dann hinter mich stellen und es dauert noch 5 oder 10, na, sagen wir mal 10 Minuten. 10 Minuten, okay. Und die stehen da und drängen sich sogar noch vor. Ich stehe da irgendwie im Mittelgang und die gehen schon an die Tür. Und ich möchte irgendwann zu den Leuten sagen, Leute, wisst ihr was, wenn ihr schon aussteigen wollt, zieht die fucking Notbremse. Ich hasse es so sehr. Warte, ich verstehe das jetzt nicht ganz. Also, okay, das Konzept ist, du stehst an der Tür, wartest. Ja, und die denken... Sagen wir, in einer Station aussteigen willst. Und die stellen sich dann davor dir, obwohl sie später aussteigen. Nee, die steigen dann genauso aus wie ich, aber... Sie tun halt so richtig, ich muss hier noch Zeit einsparen. Ich muss in 15 Minuten meinen ICE benötigen, obwohl meine Wegezeit zum ICE nur 3 Minuten beträgt. Ja, vielleicht hat jemand es eilig, was weiß ich. Ja, aber ich sehe so viele Leute und ich denke mir immer, Leute, kommt doch ein bisschen runter. Ihr müsst doch nicht. Aber wenn man drängelt, ist das nie cool.
Das ja, drängeln halt nicht in dem Sinne, aber die stellen sich halt dann schon sofort vor die Tür oder machen andere Sachen. Thomas the Tank oder Thomas die Lokomotive. Das war nie so schlimm für mich. Leute übertreiben maßlos damit, wie unheimlich was heißt du, fanden. Was meinst du damit schlimm? Halt die erzählen so, Alter, als Kind hat mich das so verstört, wie diese Züge. Gesichter. Ich fand das nie so unheimlich. Da gab es viel Schlimmeres. Um einiges Schlimmeres. Da gab's Nosferatu und SpongeBob, das fand ich. Alter, das war sehr unheimlich. Das oder war dieser einfach dieser andere. Das war der andere Arztteil und am Ende dieses mysteriöse, weißt du, man wartet die ganze Augen. Zeit. Es war alles, es war fürchterlich. Es war sehr unheimlich. Fällt uns noch mehr Beleidigungen für Schwächlinge ein? Ja, ich habe da eine Internetseite gefunden, da gibt es sehr viele Synonyme von Warmduschern. Immer mit Schürze Grillmaster. Jemand, der mit Schürze grillt, das ist classy. Ich weiß nicht, was das ein Problem ist. Joghurtbecherspüler. Okay, der ist super. Ja. Er spült wenn man den Joghurt auf die Ketten hat, dann spült man ihn nochmal ab, man kann ihn ja nochmal gebrauchen, richtig? Nein, zur Entsorgung, dass die Abfallwirtschaft... Oh ja, oder halt auch zum Wiederverwenden. Okay. Oh mein Gott, da habe ich auch noch eine Geschichte, aber erstmal muss ich sagen, das Problem ist, oder das Gute ist, dass ich es so lustig finde, ist, meine Mutter hat das gemacht. Schlappschwanz, schätze ich. Ja. Nee. Die andere Geschichte, die ich erzählen wollte, im Hort, in der Grundschule, haben wir relativ viel gebastelt und da haben wir halt auch immer irgendwelche komischen Dosen benutzt, die wiederverwendet worden sind. Und da gab es so oft einfach irgendwelche Eispackungen. Ich habe mir nur gedacht, oh, wie schön wäre das, wenn da einfach nur Eis drin wäre. Aber es war nie Eis dabei. Das habe ich immer so gehasst. Das kennst du wahrscheinlich wie irgendwelches Strickzeug oder irgendwelche Wertgegenstände, die in so Keksdosen drin sind. Das ist noch so ein anderes Beispiel. Ja, diese Keksdosen. Und du wünschst dir, dass Kekse drin sind, aber sind keine Kekse mehr drin. Sind mal so Schlüssel drin oder so eine Scheiß oder alte Batterien. Ja, so Krimskrams. Also. Diese. Es sind auch immer dieselben Keksdosen, richtig? Es sind halt ja, immer stimmt. Die mit diesen. Es ist so merkwürdig. Warum sind die so bekannt? Wo kommen die her? Und warum gibt's dazu ein Meme, das ich gesehen habe vor kurzem? Gibt's. Was? Ja, aber ich kann es nicht richtig beschreiben. Was? Es sind halt immer dieselben Kekse. Es sind halt immer diese mit diesem Bransenpapier, die Kekse voneinander ja, trennen. Genau. Warum kennt man das? Das ist so merkwürdig. Niemand redet darüber. Ja. Ich habe nie die Leute verstanden, die in der Grundschule oder dann noch später auf dem Gymnasium so oft so viele Kopfschmerzen haben. Klar, wenn die ganze Klasse laut ist und das ohne Pause, dann ja, aber sonst... Ich hatte auch oft Kopfschmerzen. Ich habe es nie verstanden. Irgendwas lief da falsch in der Pubertät mit deren Köpfen und den Verbindungen. Du redest gerade von mir auch, Alter. Ja, was denn? Ich kann es halt nicht verstehen. Ich war auch immer der Typ, oh, was ist eine Migräne? Kann man da nicht einfach sich hinlegen und dann einschlafen? Aber... Migräne ist halt echt schlimm. Das ist halt echt schlimm, die Scheiße. Durch einen Unfall in meiner Kindheit bin ich so gezeichnet, wenn ich mich überarbeite, dann bekomme ich Migräne. Das heißt, so ein Ausdauerlauf. 100 Meter Lauf auch durchaus, dann wird's ziemlich eklig und dementsprechend kann ich es durchaus nachvollziehen. Aber vorher wusste ich nie in der Kindheit, was ist Migräne? Warum wird das jetzt in der Apotheke verkauft? Irgendwas dagegen, ich hab's nie verstanden. Es wird Migränen in der Apotheke verkauft. Ja, natürlich. Wenn man im Leben noch ein bisschen, wenn man denkt, ah, das Leben läuft viel zu einfach, ich glaube, ich sollte mir noch ein bisschen, ein paar mehr Stöcke an die Speichen schieben. Naja, für Leute, die so auf Schmerzen stehen. Emos Alter. Oder so. Halt doch die Schnauze da so. Oh Gott. Oder für Leute, die Fischfans sind und sich verschreiben, die wollten eigentlich eine Muräne haben. Das sind so die exotischen Tiere im Unterwassergetümmel, die mir so einfallen. Ich meine, das ist einfach so ein Schlangenkopf, mehr ist das nicht. Aber haben wir schon über das Thema Anrede gesprochen im öffentlichen Leben? Nein, noch nicht, nein. Mir kommt es nämlich so vor, als ob wir das schon besprochen hätten, deshalb, ja. Nee, kann mich nicht daran erinnern, dass wir über Anreden reden. Aber pass auf, was ihr sagt, das ist ein sehr dünnes Eis, worauf von mir. Das ist sehr, sehr dünnes Eis. Okay, ich habe zwei Beispiele. Radio Top 40, ich hasse es, mit du angeredet zu werden, diese...
ja, Alltagssprache hasse ich sowas von. Aber ich glaube, du bist nicht... Mit du angeredet zu werden? Was? Du hast es mit du angesprochen zu werden? Wenn jemand durchs Radio mit mir kommuniziert, dann ja. Oh, Alter, ich glaube, ich weiß, wovon du redest. Wir haben noch mal über diese Deutsche Bank-Sache geredet, dass deine Bank... Ja, genau, genau. Dass deine Bank dir zum Geburtstag gratuliert. Das war was anderes, aber das war genauso unangenehm. So merkwürdig. Auf WhatsApp. Ja, auf WhatsApp. Alter, deine Bank schreibt dir WhatsApp an. Zum Glück kam das dieses Jahr nicht mehr vor. Ach gut, also, was, ich glaube, die haben das Video gesehen und dachten nicht so. Die haben das Video gesehen und dachten so, oh. Ich dachte, dem freut das. Oh mein Gott. Heute ist der Tag, der bei mir in der Sparkasse arbeitet. Ein Mädchen, was eine Klasse höher oder zwei war auf dem Gymnasium und die fand ich recht attraktiv. Und als ich in diesem Sommer bei ihr gegenüber saß und über Fonds geredet habe, war es nicht der beste Tag. Oh, du hast über peinliche Scheiße geredet und sie war so, oh. Nein, es ging mir nur darum, ich hätte gern was Seriöses gehabt und ich habe die ganze Zeit gedacht, ha, die kennst du von der Schule, die fandest du ganz toll. Zum Glück hat sie mich nicht erkannt, das war das Beste. Hattet ihr auch mal ein peinliches Erlebnis? Das ist ja schön.